Servus Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 17. Und in der letzten Folge hatten wir hier das Holzfällerlager oder die Holzfällerbasis angezündet und zerstört. Ich glaube, ich hatte so eine Mission schon mal gemacht. Naja, egal. Ich glaube, das wird öfters so sein, dass man hier in so einem Open World so ein bisschen gleiche Mission machen muss. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir schauen natürlich weiter. Da unten ist noch Eisen. Das nehmen wir natürlich noch mit. Fallschaden. Da haben wir noch Eisen. Genau, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Das ist abgeschlossen. Okay. So, dann gehen wir zu dem unentdeckten Ort hier. Und wenn es euch gefällt, Leute, wie immer, natürlich lasst mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Ihr wisst Bescheid. Däumchen ist ein Träumchen. Gut. Sind wir richtig hier? Jo, schaut gut aus. 100 Meter. Was ist das hier? Ist wieder so ein Schrein oder so? Und das zweite Mal schon kein Fuchs gebraucht. Wird wahrscheinlich das gewesen sein, oder? Der Fuchsbau, ja. Okay, hier oben ist auf jeden Fall noch was. Wir schauen mal, was da in dem Dorf ist, oder wenn es ein Dorf ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Vogel zeigt mir auf jeden Fall was. Sind uns die feindlich gesinnt? Mal schauen. Oder es gibt vielleicht eine Quest hier. Sieht aber nicht so aus, wenn es hier feindlich wäre. Warte mal, hier ist auf jeden Fall noch was zu mitnehmen. Bambus. Mein Herr, würdet ihr mir bitte helfen? Na klar. Was ist los? Ich muss zu einem Lager im Wald. Dort warten Menschen auf mich, die sehr krank sind. Sie brauchen einen Heiler. In der Gegend wimmelt es nur so von Banditen und Mongolen. Ja, ich werde Schutz brauchen. Ich bringe euch hin. Aber diese Krankheit besorgt mich. Ihr könnt sie sicher bekämpfen? Krankheiten kann man nicht bekämpfen. Sie sind etwas, um das man sich kümmern muss. Wenn die Menschen so krank sind, wie ihr sagt, sollten wir los, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Hab Dank, mein Herr. Die Berührung eines Heilers. Okay. Was wird ihr hier holen? Okay, dann los mit dir. Wie habt ihr die Schlacht von Komoda überlebt? Dank einer Frau, Yuna. Sie rettete mich vom Strand, pflegte mich wieder gesund. Weiter. Klingt nach einer fähigen Heilerin. Ich kenne kaum jemand so Tapferes. Ohne sie wäre ich nicht hier. Meine Mutter tat dasselbe für mich. Als Kind war ich ständig krank und wurde nur dank ihrer Kräuterkunde so stark. Wegen ihr bin ich Heiler geworden. Das ist schön, dass du Heiler geworden bist. Wartet, ich glaube, ich sehe etwas davon. Da vorne sind Banditen. Bleib zurück, überlass das mir. Wo versteckt ihr das jetzt? Wir haben keins. Lüg! Wer will kämpfen? Okay.
dachte schon, die bringen uns um. Keine Angst, Papa ist auch da. Ihr solltet hier nicht alleine reisen. Wir mussten unseren Hof verlassen, mein Herr. Dort sind alle krank. Wie kam es dazu? Geister, unsere Ahnen bestrafen uns. Wir gaben den Mongolen unser Essen, statt uns zu wehren. Als sie gingen, wurden alle krank. Jetzt ist unser Haus verflucht. Ein Stück weiter liegt ein Gasthaus. Dort seid ihr sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Geht ins Haus und bleibt dort. Danke. Hoffentlich folgen die Geister uns nicht. Folge Hanaoka. Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Die Banditen hätten diese Menschen getötet. Das wisst ihr nicht. Ihr hättet mit ihnen reden können. Das wäre sinnlos. Das wisst ihr. Ihr batet um meinen Schutz. Verzeiht mir. Mir obliegt die Heilung des Körpers, nicht seine Zerstörung. Mir schon. So, da vorne wird das Lager sein. Ja, ich weiß. Ich will bloß das Zeug hier holen. Heiler! Heiler! Wie gut, dass ihr hier seid! Homio, was ist denn? Was ist denn? Mein Sohn. Er hat wohl etwas Giftiges gegessen. Bringt mich zu ihm. Was ist mit den Verwundeten im Lager? Wir haben keine Zeit. Es dauert nur einen Moment. Ja, dann müssen wir schon helfen. Ich werde helfen. Vielleicht geht es dann schneller. Danke, mein Herr. Was macht hier, Bitch? Wenn ich das wüsste. Wir haben doch nichts. Ich versuche es herauszufinden. Danke, mein Herr. Nur gekochtes Wasser. Suche nach der Ursache der Krankheiten. Der Reiskorb ist leer. Okay. Hier geht's raus. Ich weiß aber nicht, ob ich raus muss. Oder vielleicht doch draußen? Ja. So. Hm. Nur Stroh. Pilze. Die haben Pilze gefressen, ne? Hier sind Pilze. Angebissen. Das muss es sein. Ich sage es Hanaoka. Habt ihr etwas gefunden? Pilze. Angebissene Pilze. Du Dummkopf, wie konntest du nur? Er muss sie aus Verzweiflung gegessen haben. Ich kann ein Gegengift herstellen, doch ich brauche Flussmoos. Bleib bei ihm. Ich hole das Moos. Ernsthaft? Ich würde gerne noch die zwei Säue umbringen. Ich sehe sie nicht mehr. Okay. Mein Herr, habt ihr das Moos? Klar. Klar. Hier ist es. Homio, hört mir gut zu.
Zerstoßt dieses Moos hier und kocht es in einer Tasse Wasser. Lasst ihn die Mischung trinken, dann sollte er morgen früh wieder auf den Beinen sein. Wir müssen jetzt sofort ins Lager. Ja, gehen wir. Danke, ihr habt meinen Sohn gerettet. Was ist denn das für eine Tür, sag mal? Wisst ihr, der Mann hatte die gleichen Symptome wie das Paar auf dem Gehöft. Schmerzen, Erbrechen, schwere Atmung. Symptome einer Vergiftung. Ihr glaubt, das Gehöft wurde vergiftet? Da bin ich fast sicher. In diesem Fall werde ich Pinellien brauchen. Das Moos hat für den Mann gereicht, doch Pinellien sind stärker. Sie wachsen bei einem nahen Teich. Okay. Beeilen wir uns. Pinellien. Pinellien. Mongolen. Und direkt am Teich. Möchtet ihr mit ihnen reden? Nee, die werden wir jetzt gleich füllen. Bitten zu gehen? Das überlasse ich eurem Ermessen, mein Herr. Wer stellt sich mir zuerst? Scheiße, was haben wir jetzt gemacht? Schaffe ich niemals. Hast du es geschafft, oder was? Meine Fresse. Wo ist denn er? Da oben. Hier drüben, mein Herr. Ihr habt die Pinellien. Ja, dank euch kann ich sie nun ernten. Es ist nur, ich frage mich, wenn ich euch zusehe, ob ihr die Gewalt sogar genießt. Ich tue nur, um unser Volk zu schützen. Daran denke ich immer, wenn ich zum Schwert greife. Natürlich. Verzeiht mir, mein Herr. Dann heilen wir die Bedürftigen. Ja, da wäre sogar noch so ein Bienennest gewesen.
Unser Wespennest. Oh, hier gibt's noch was. Das Lager muss gleich vor uns sein. Heiler, meine Frau, sie atmet nicht mehr. Wie lange ist sie schon krank? Seitdem die Mongolen zu unserem Gehöft kamen. Was hat sie gegessen? Wir hatten kein Essen. Nur Wasser aus dem Brunnen. Tut mir leid. Hier ist das Wasser vergiftet worden. Wäre ich nur früher hier gewesen. Ihr gabt euer Bestes. Aber wenn ich nicht angehalten hätte, für das Pärchen und den Mann. Hätten wir nicht angehalten, wären diese Menschen tot. Und ihr hättet nicht herausgefunden, dass sie vergiftet wurden. Vielleicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. Der Mann sagte, seine Frau hat nur das Wasser aus dem Brunnen getrunken. Und wir wissen, die Menschen erkrankten nach dem Rückzug der Mongolen. Sie haben den Brunnen vergiftet. Vergiftetes Wasser würde Krankheiten wie ein Buschfeuer verbreiten. Ist es heilbar? Ja, die Pinellien wirken dagegen. Dann helft, wem ihr könnt. Danke, mein Herr. Euch verdanken viele ihr Leben. Die Berührung eines Heilers. Abgeschlossen, oder? Zehn Leinen. Talisman der göttlichen Heilung. Schauen wir uns mal an. Was macht der? Bei 50% oder weniger Gesundheit stellt Heilung zusätzlich 15% Gesundheit wieder her. Also wir werden mehr geheilt. Ist auch nicht schlecht. Also er hätte dann für hier was, glaube ich. Für den Fuchsbau. Wenn wir noch einen zusätzlichen Talisman kriegen. Okay. Gut, dann sehe ich jetzt hier erstmal nichts. Dann könnten wir eigentlich dann. Okay, das hier oben wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das wird das zum Schluss sein. Hier könnten wir dann, hier oben können wir dann weitermachen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir schauen, dass wir vielleicht das Schwert mal ein bisschen aufwerten noch. Und dann, ja, werden wir dann mit der Hauptstory eventuell weitermachen. Entweder hier oder eben hier. Geschenk, Alter, da gehen wir mal gleich hier hin. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Hundert Vorräte, okay. Mal schauen, ich glaube hier oben war das Schwert. Typi, oder? Oder der Rüstungsmensch.
Der Rüstungsmensch. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Ronin-Kleidung. Nahkampfschaden. Ihr habt meinen. Ich habe jetzt aktuell Kleidung. Die Ronin-Kleidung an. Komm, wir machen mal ein Ding höher. Okay, das wäre das nächste. Verringert die Geschwindigkeit, mit der die Gegner bemerken, um 20%. Damit seid ihr sicher. Das machen wir auch gleich noch. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Okay. Die schaut natürlich schon geil aus, hier, die. Tracht des Reisenden. Der sieht ja aus. Okay. Gut, dann werden wir nochmal schauen, ob wir am Schwert hier noch was machen können. Wir fahren ein bisschen mehr Damage, oder ist es der Bogen, Mensch? Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Kurzbogen, was können wir hier machen? Schaden, die Reichweite wird halt mal geil sein. Na, hier machen wir gar nichts. Wo ist denn hier? Schwertschmied. Wo war der Schwertschmied? Mein Herr, da ihr oben. Seid hier. Ja, mal schauen, ob hier was geht. Braucht ihr einen Schwertschmied, mein Herr? Hä? Warte mal. Sakai Tana, Kanana, Katana. Achso, das Kleine ist das. Okay, wir müssen Katana aufwerten. Eure Klinge ist bereit. Okay, jetzt habe ich ganz schön ausgegeben. Danke. Gut, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.